الفكور فروم ذا سيرة عند البروفيت صلى الله عليه وسلم ذات في ان شاء الله ذا نيكست مال ذا سيرة انفا اوكي لقيت اسمال كومت اس تو كوس Ich verliere mich dann in einigen Worten, die ich sagen möchte, aber die Sira ist eigentlich, denke ich, eine Sache, die ist mindestens genauso schön wie hier. Wir haben noch, Alhamdulillah, ungefähr 10 Minuten, mit Nachspielzeit, 5 Minuten plus Nachspielzeit. Und zwar möchte ich euch sagen, beim letzten Mal haben wir kennengelernt, dass wir sind immer noch in der vormechanischen Periode, in der mechanischen Periode, in der die Sahaba radiallahu ta'ala unterdrückt werden und in der sie manche von ihnen sogar nachgegeben haben. Das heißt, sie haben das gesagt, was man ihnen von ihnen verlangt hat, in der Qual, in der sie ausgesetzt wurden. Und Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, er hat versucht, die Leute von diesem Elend zu befreien und weil er eben im Besitz war von einigem Geld, ist er zu den Sklavenbesitzern gegangen und hat sie versucht, ihre Sklaven abzukaufen. Einer von ihnen ist bekannterweise Bilal radiallahu ta'ala anhu, wie es in Sahih Bukhari überliefert worden ist. Und Urwa ibn Zubayr, Neffe von Aisha radiallahu anhu. Er ist ein Tabi'i, er ist kein Sahabi. Urwa radiallahu rahimahullah wa radiallahu anhu ebenfalls. Er ist kein Sahabi, aber er erzählt uns Folgendes, liebe Geschwister. Er sagt, dass Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu 7 Leute freigekauft hat. Fisabilillah. Das heißt, liebe Geschwister, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat uns mitgeteilt, dass man, wenn man einen Menschen befreit aus der Sklaverei, dann wird man, ihr wisst, die Belohnung ist immer gemäß dem, was du gemacht hast. Befreist du einen Menschen von der Sklaverei, dann wirst du Yawm al-Qiyamah für jedes Glied, das du von ihm befreit hast, wirst du auch vom Höllenfeuer befreit werden. Das heißt, deine Hand, wenn sie verbrannt werden sollte, sie wird errettet, weil du hast seine Hand gerettet. Deine Füße, dein Gesicht, deine Augen, alles. Bist du vollkommen gerettet bis vor der Hölle. Und Abu Bakr radiallahu anhu macht das 7 Mal. Insofern niemand wird ihm die Belohnung vollkommen zurückgeben können, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Sein Vater sagt zu Abu Bakr, sag mal, warum befreist du immer nur die Leute, die arm sind und schwach sind und so? Befrei doch immer jemanden, der stark und kräftig ist, dass er dich auch beschützen kann. Beschützen im wahrsten Sinne des Wortes, mit Kraft. Daraufhin sagt er, radiallahu ta'ala anhu, mein Ziel ist es nicht, Leute zu gewinnen, die mich beschützen, sondern mein Ziel ist, Allahs Zufriedenheit zu bekommen. Und dann sagen die Gelehrten, deswegen ist die Aya im Koran herabgesandt worden, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Was denjenigen angeht, der ausgibt, hergibt und gottesfürchtig ist und das wahrhaft und das Schönste für Wahrheit, dem werden wir das Leichte leicht machen. Und was denjenigen angeht, der geizig ist und glaubt, unbedürftig zu sein, und das Schönste für Lüge erklärt, dem werden wir das Schwerste leicht machen. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Und sein Vermögen wird ihm auch nichts helfen, wenn er sich selbst ins Verderben stürzen wird. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Wahrlich, uns obliegt die Rechtleitung und uns gehört das Diesseits und das Jenseits. Das Jenseits und das Diesseits. الْآخِرَة وَالْأُولَى. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَرَضَّى. Ich habe euch gewarnt vor einem lodernden Feuer, la yaslaha illa al-ashqa, in dieses lodernde Feuer wird nur der Unseligste hineingehen, alladhi yasla an-nar al-kubra, derjenige, der dem größten Feuer ausgesetzt werden wird, wa sayujannabuha al-atqa, und derjenige wird vor dem Höllenfeuer vermieden, gemieden, weit entfernt werden, der gottesfürchtig gewesen ist, der gottesfürchtigste. Und die Gelehrten sagen, dann ist Abu Bakr
رضي الله تعالى عنه gemeint. الذي يؤتي ماله يتزكى, der sein Vermögen hergibt, zum Beispiel zum Befreien der Sklaven, der muslimischen Sklaven wie Bilal und andere, um sich damit zu reinigen, يتزكى, kommt das Wort Zakā. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen. Das heißt, Abu Bakr hat das nicht gemacht für irgendeinen Menschen, damit der Mensch nachher zu ihm sagt, du hast, damit niemand zu ihm, niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen. Abu Bakr radhiallahu hat das für niemanden gemacht, um die Zufriedenheit irgendeines Menschen zu bekommen. Und niemand hat irgendwie ein Anrecht auf ihm, radhiallahu ta'ala. Er hat das für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Er handelt nur im Trachten nach dem Angesicht seines Herrn, seines höchsten Herrn, رَبِّهِ الْأَعْلَى. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Und er wird wahrlich zufrieden sein. Und das ist ein Versprechen. Ich glaube, das ist das Wertvollste, was Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu im Koran gehört hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Zufriedenheit versprochen hat. Was gibt es Schöneres, wenn du auf dieser Welt lebst, lieber Bruder, liebe Schwester, und du weißt, Allah ist mit dir zufrieden. Wir können es nur erhoffen. Wir können es nur erhoffen, aber wir können es nicht mit Gewissheit sagen. Aber manche Menschen, das sind diejenigen, denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Paradies versprochen hat, und besonders Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, weil Allah gesagt hat, Allah wird mit ihm zufrieden sein. Das heißt, die Sache steht hundertprozentig fest. Das sind diejenigen Menschen, die auch wirklich sich freuen dürfen auf ihr Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ammar radiallahu ta'ala anhu, Jabir radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei Ammar und seiner Familie vorbeigelaufen ist, während sie gequält wurden, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte ihm nicht helfen und konnte ihm nur sagen, freut euch, o Familie von Ammar, und freut euch, o Familie von Yasir, denn ihr werdet das Paradies bekommen. Allah hat euch versprochen, ihr werdet das Paradies bekommen. Und das ist, liebe Geschwister, das, was jede Qual und jedes Übel und jede Heimsuchung und jede Prüfung und jede Geduldsprobe, die einem in diesem Leben trifft und heimtrifft, einem Geduld schenkt und die Kraft schenkt, das zu überwinden. Weil man weiß, es gibt danach ein Paradies. Die Kuffar, die können vieles nicht verstehen. Wenn man nicht an Yawm al-Qiyamah glaubt, kann man vieles nicht verstehen. Du siehst ein Kleinkind im Alter von 5 Jahren, 6 Jahren, nicht zurechnungsfähig, er quält sich und ist krank und leidet an Krebs und stirbt vielleicht auch noch an dieser Krankheit. Welche Sünde hat er begangen? Keine einzige. Dann wofür wird er dann so gequält? Das kannst du nur erklären, wenn du Glauben hast an Allah subhanahu wa ta'ala und den jüngsten Tag. Weil, liebe Geschwister, wenn ein gläubiger Mensch auch nur einen Augenblick im Paradies gewesen ist, nur einen Augenblick im Paradies gewesen ist, wird er gefragt werden, kannst du dich noch erinnern an irgendein Übel, das du in diesem Leben gehabt hast, in diesem weltlichen Leben gehabt? Und er wird sagen, nein, ich schwöre bei Allah, ich habe nie ein Übel verspürt. Das heißt, er hat alles vergessen. Alles vergessen. Und wenn der nichtgläubige Mensch wüsste, welche Belohnungen erwartet dafür, dass er ein bisschen gelitten hat in diesem Leben, würde er sich wünschen, dass er so lange leiden würde, wie Yunus a.s. jahrelang gelitten hat an einer Krankheit und Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Geduld dazu geschenkt hat, geduldig zu sein. Und in dieser Zeit, liebe Geschwister, diese Zeit ist eine Zeit, in der jeder von uns Allah subhanahu wa ta'ala beweisen kann, dass er einen starken Iman hat und beweisen kann, ich will euch zusammengefasst sagen, die Leute, die Muslime vor der Auswanderung, vor der Hijra, da gab es keinen Kampf, kein gar nichts. Ja? Die Leute mussten schlucken, die Leute mussten geduldig sein, der Prophet sallallahu alaihi sieht, wie seine eigenen Freunde gequält und getötet werden und er konnte nichts machen. Nachher, nach der Auswanderung, kam der Befehl von Allah, ihr dürft euch jetzt wehren. Okay, vorher nicht. Nachher ja. So. Vorher war die Vorbereitungsphase für nachher. Versteht ihr? Vorher
ist die Vorbereitungszeit für nach. Man kann sich nicht vorbereiten, wenn es schon da ist. Man bereitet sich vor, bevor die Schicksalsschläge eintreffen, wie ich gesagt habe. Jetzt haben wir ein Beispiel mit dem Tod der eigenen Eltern oder vielleicht irgendwas anderes. Man bereitet sich vorher vor, dann stärkt seinen Iman durch Gebete, durch Fasten, durch Hajj, durch freiwillige gute Taten, damit, wenn etwas eintrifft, ist man gewaffnet. Ist man gewappnet und man hat ein Schutzschild, wofür man sich schützen kann vor dieser Sache. Denn jede Prüfung, die einen heimsucht, ist eine Prüfung, damit man guckt, ob man ehrlich ist auf dem geraden Weg und nicht davon abschweift. Damit ich nicht so lange rede, werde ich jetzt beenden. Barakallahu fikum. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wenn es nach dem Salah Fragen gibt,